Willkommen zu meinem Tutorial. Heute seht ihr mal meine Hände, ist ganz toll, weil ich euch heute erkläre, wie man richtig Vokabeln lernt und zwar speziell mit Blick auf eine ganz neu einsetzende Fremdsprache in einem Buch, das sehr langsam und gemütlich anfängt. Klingt erstmal einfach, aber diesen langsamen und gemütlichen Einstieg, mit dem muss man auch erstmal umgehen und ohne Fundament läuft später nichts. Als Beispielbuch haben wir in dem Fall Artois 1a, das heißt, das ist für den Einstieg in der 6. Klasse. Wir fangen auch direkt mit Unité 1 an, Unité 1. Später kommen weitere Hilfsmittel dazu. Und wie ihr schon seht, hier liegen Vokabelkarteikarten. Oh, Vokabelkarteikarten, furchtbar, viel Arbeit, furchtbar, ganz schlimm wollen wir nicht, wir lernen lieber aus dem Buch. Lasst es, glaubt mir, lasst es. Lernt mit Vokabelkarteikarten. Man muss es richtig angehen und ja, es ist Arbeit, aber alle Dinge im Leben, die sich lohnen zu tun, sind mit Arbeit verbunden. Sonst lasst es mit der Fremdsprache. Das ist eine Vokabelkarteikartenbox. Das ist in dem Fall die Twinbox, bei der man den vorderen Teil abnehmen kann und mit in die Schule nehmen kann. Und den hinteren Teil hat man dann daheim zur Nutzung. Man hat in der Twinbox vorne zwei Fächer, erstes Fach, zweites Fach. Das habe ich jetzt hier relativ klein eingerichtet. Man kann dann sogar sagen, das zweite Fach geht hier weiter oder hier ist dann das dritte Fach, vierte Fach, fünfte Fach. Und noch Platz für die Lernkarten. So, zum Prinzip der Vokabelkartei gleich mehr. Jetzt wollen wir erstmal Vokabeln richtig aufschreiben. Dazu haben wir hier unsere Wörterliste und unsere Kärtchen. Ich lege mir die Kärtchen gerne einzeln hin, dann schreibt sich ja etwas ebener, wie auf so einem hohen Stapel oben drauf. Ich achte genau auf die Rechtschreibung, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Satzzeichen. Alles kommt mit drauf. Bonjour, Ausrufezeichen. Rumdrehen. Guten Tag, Ausrufezeichen. Bin ich jetzt fertig? Nee. Hier steht auch noch Guten Morgen, das kommt mit drauf. Erstens, damit ich beide lerne. Zweitens, wenn ich im Laufe meines Lernerlebens mehr Wörter habe, wird es irgendwann auch unübersichtlich und ich habe irgendwann wirklich das Problem, dass ich sage, ah ja, das heißt das und das und drehe es um, es war das andere Wort, das heißt es auch. Das hätte ich jetzt eigentlich gewusst, aber ich habe nicht dran gedacht, was mache ich jetzt. Deswegen vorsorglich ausführlich hinschreiben. Es wird euch tatsächlich später passieren, dass ihr hier drauf schreibt, nicht und dann ein französisches Wort, das das auch bedeuten würde. Dann wollt ihr noch ein anderes. So, jetzt ist hier ja noch eine dritte Spalte. Mit einem Beispiel, was machen wir jetzt mit der? Die kommt auf diese Karte nicht mit drauf. Diese Karte kommt, wie sie ist, jetzt mit der deutschen Seite nach vorne. Deutsch ist die Frage, Französisch ist die Antwort. Hier in Fach 1 meiner Vokabelkartei. Dann nehme ich eine weitere Karte. Ja, wir verschwenden Papier und töten Bäume, aber sie sind nicht umsonst gestorben. Hier ist jetzt gewesen Tilde, also so eine Wellenlinie, Komma, Anissa. Bei der Wellenlinie kommt immer die Vokabel rein. Das heißt, ich schreibe auf Bonjour, Komma, Anissa. Bonjour, Anissa bedeutet, so viel sollte ich in meiner ersten Stunde auch gelernt haben, Guten Tag, Anissa. Wenn ich mal nicht weiß, was ein Beispielsatz bedeutet, schreibe ich es mit Bleistift, nehme die Karteikarte mit in die Schule und frage Ihren Lehrer oder Lehrbefähigten. Auch diese Karte kommt hier vorne rein. Warum die ganze Extramühe? Weil wir viele Karten für wenige Wörter brauchen. Und warum das so ist, kommt später. Oh Gott, ich mache hier voll so neugierig und so. Der Hammer.
es geht munter weiter. Wir haben gerade schon die ersten Vokabeln in Fach 1 gelegt. Ah ja, das hat man gar nicht gesehen, ne? In Fach 1 kommen die Vokabeln rein. Und wir schreiben weiter ab. Es geht weiter mit Madame. Ich beachte hier gleich direkt, das ist klein geschrieben, also schreibe ich es hier auch klein. Hier habe ich jetzt ein M, das eigentlich wie ein N ausschaut. Jetzt könnte ich radikal sein und die Karte weghauen. Ich kann es aber auch durchstreichen. Es mag euch viel Arbeit erscheinen. Ich sage nochmal, es lohnt sich, Madame. Und hier habe ich jetzt, deswegen mache ich das auch nochmal als Beispiel, Anrede für eine Frau kursiv geschrieben, als einzige Vokabelerklärung. Weil es eben tatsächlich für Madame im modernen Deutschen keine Entsprechung mehr gibt, die Dame sagt kein Mensch. Oder was meinen Sie, die Dame? Würden Sie das auch so sehen? Guten Tag, die Dame. Darf ich der Dame vielleicht mit etwas Senf unter die Arme greifen? Nee, sagt keiner. Also Madame, Anrede für eine Frau, hier rein. Wenn ich jetzt hier habe, Bonjour Madame, schwierig. Erstmal merke ich mir, dass es kursiv war mit so einem Sternchen oder mit Klammern oder wie auch immer ihr es kennzeichnen wollt. Und jetzt habe ich hier Bonjour Madame. Virgül, Komma. Warum groß? Nee, klein. Gott, das ist lustig, mit Absicht Fehler zu machen. Bonjour, Madame. Ausrufezeichen. So. Umdrehen, was schreibe ich jetzt da? Guten Tag, die Dame, könnte ich jetzt schreiben, wird aber vermutlich keiner von euch machen. Das heißt, ich mache hier wieder ein Sternchen. Und schreibe hin, einer Frau guten Tag sagen. Das ist jetzt die Checkerkarte. Wenn ich das kann, habe ich das begriffen. So, jetzt haben wir hier noch was. Ich gucke mal gerade, ob man es in der Kamera sieht. Hier ist ein blauer Kasten. Ich kann es jetzt nicht scharf stellen, ohne dass es gleich wieder unscharf wird. In diesem blauen Kasten steht jetzt ein Beachte drin. Sieht man es nicht so ganz. Da steht drin, achte auf den kleinen Strich am Q. Oui heißt ja, qui heißt wer. Eine Möglichkeit, wie ich mir sowas aufschreiben kann. Vorsicht. Ausrufezeichen ist einfacher als achte auf Q, Pfeil, hier auf den kleinen Strich. Ja, heißt und Bär heißt Fragezeichen. Dann drehe ich die Karte um und mache schön deutlich, oui ist gleich ja, qui ist gleich wer.
und hier wieder den Pfeil hin. Sieht man es? Man kann hier sogar mit Farben arbeiten, wenn man... Wenn ein Hinweis zum Beispiel aufs Englische mit drauf ist, dann schreibe ich den auf beide Seiten, damit ich ihn auch nutzen kann. Ich kann mir auch die Aussprache aufschreiben, aber nur wenn ich sie sicher weiß und die Art, wie ich sie aufschreibe, zumindest für mich auch Sinn macht. Die Verbformen schreibe ich einzeln auf Karteikarten, das hilft beim Lernen. Wichtig, auch im Deutschen muss das Verb konjugiert sein. Und zusätzlich gibt es so eine Verbtabelle, gefaltet, damit sie in die Kartei passt. Und in dieser Tabelle trage ich alle Verbformen, die ich schon hatte, ein. Diese Tabellen gibt es in der Regel hinten in den Schulbüchern als Kopiervorlage. Ganz wichtig, die Endungen natürlich bunt. Jede Form von Farbe macht es natürlich leichter zu merken. Wichtig auch ankreuzen, regelmäßig, unregelmäßig. Tja, was soll ich sagen? Heute ist offensichtlich der Tag der toten Akkus, aber das kriegen wir hin. Also, ich habe gerade gesagt, Karten dazu kaufen lohnt sich erst, wenn man später schon über den normalen Lehrbuchwortschatz hinausgeht. 10. Klasse, 11. Klasse, Oberstufe allgemein. Ansonsten, wenn man nicht das Glück hat, dass der Schulbuchverlag lehrwerksspezifische Karten anbietet, muss man sie leider noch kaufen. Ich finde es furchtbar, dass die Verlage das nicht machen, weil es gerade Leuten mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten extrem helfen würde. Dann müssen sie es nämlich nicht selber abschreiben und am Ende noch einen Fehler lernen. Egal. Wir machen also da unsere Vokabelkärtchen durch, haben die alle gewusst, haben die alle gewusst. Kommen zu unserer Verbtabelle. Wohnen. Schritt 1, kann ich mich daran erinnern. Was heißt es? ABC, okay. Wie heißen die Formen? Also Verb auf ER, regelmäßig, j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent. Habite, habitons, habité sind die Imperative und konjugiert sich ganz normal halt wie chercher. Zack, Kontrolle, boah, ich bin der Held, ich hab's alles gewusst. Zusammenfalten, Fach 2 und einmal Schulterklopfen, so. Nächste Frage, ihr seht schon, die wiederholen sich jetzt, weil ich diesmal tatsächlich, unglaublich, ich habe mehrere Anläufe gebraucht. So, einer Frau guten Tag sagen, wie sage ich einer Frau guten Tag? Bonjour halt, ne? Ach, ja, klar, stimmt, im Französischen immer Bonjour, Madame. Okay, Fach 1. Und so geht das durch. Und damit wäre es ja eigentlich wunderbar, die habe ich jetzt alle gewusst, weil ich so schlau bin. Fach 2 wird gelernt, wenn es voll ist. Fach 3 wird gelernt, wenn es voll ist. In Fach 3 kommt es rein, wenn ich jetzt Fach 2 lerne. Alles, was ich in Fach 2 weiß, kommt in Fach 3. Was ich in Fach 2 nicht weiß, kommt zurück in Fach 1. So, jetzt habe ich aber ein Problem. Dieses Lehrwerk geht langsam vor. Hier haben meine Schüler zum Teil so viele Vokabeln pro Woche. Oder vielleicht auf 3 Tage. Damit kommt hier kein Zug rein. Wenn ich das jetzt in der 7. Klasse anfange oder gar erst in der 8. oder 9., dann geht das schneller. Grundsätzlich sagt man eigentlich von der Hirnforschung her, 5 bis 10 neue Vokabeln am Tag schafft der Mensch. 5 bis 10 am Tag, das sind, wenn wir den Sonntag in der Woche auslassen oder den Samstag oder den Freitag, je nach Religion, das sind 30 bis 60 Vokabeln in der Woche. So ab 40 Vokabeln läuft das Ding. Was mache ich also? Genau das, was ich gemacht habe. Beispielsätze, Merkboxen, alles, was eigentlich in dem Sinn kein neuer Stoff ist, fütter ich hier mit rein. Das ist nicht sehr viel mehr Belastung für mein Gehirn, weil Bonjour Madame und Bonjour und Madame sind ja eigentlich nur 2 Vokabeln. Und es gibt aber mit Bonjour Anissa und Bonjour Madame habe ich auf einmal schon 4 Kärtchen. Super. Und mit Bonjour Madame wiederhole ich gleichzeitig auch noch das Bonjour. Das heißt,
mein Gehirn kaut gerade am Anfang, wo das alles noch neu ist und total außerirdisch klingt, die Sachen immer und immer und immer wieder durch, bis sie sitzen und bis sie auch in bisschen neuen Kontexten sitzen. Ich mache auch für jedes Verb so eine Verbkarte und nochmal für jede Verbform eine einzelne Karte. Du wohnst, tu habites, wir wohnen, nous habitons, jeweils eine einzelne Karte. Und damit puffer ich das Ganze und habe am Anfang die Vorteile von der Vokabelkartei, ohne dass es jetzt so langsam geht, dass ich nicht oft genug wiederhole. Ich kann zusätzlich auch noch mit dem Buch lernen, Mindmaps machen, Wörter malen, in der Schule üben, alle diese Sachen. Am Anfang wirklich ist es wichtig, wiederholen, wiederholen, wiederholen ist die Mutter der Porzellankiste, nein, die Mutter der Studien, Mater Studiorum. Und deswegen am Anfang wirklich einmal das Fundament festigen, vor allem deshalb, weil so Sachen wie Seki, wer ist das, wird ja als Vokabel eingeführt. Am Anfang verstehe ich noch nicht, dass das S jetzt das Das, das Ä eine Form von Ätre und das Ki das Wer ist. Ich habe vielleicht, wenn ich eine Sprachbegabung habe, kann ich es mir schon denken. Aber ich muss den Ausdruck als Ganzes lernen. Blub, wir wechseln zur Schulfassade, weil mal wieder die Kamera aufgegeben hatte an der Stelle. Also nochmal, am Anfang muss man leider feststehende Ausdrücke lernen. Später, wenn man dann ein Verständnis dafür hat, was die einzelnen Elemente bedeuten, wird vieles an Lernen auch leichter. Gerade am Anfang hat man aber dieses Sprachgefühl noch nicht. Also lernt wirklich alles, lasst keine Information ungenutzt, lasst keine Information unabgeschrieben, macht euch zu allem, was geht, ein Vokabelkärtchen. Es wird leichter, solange muss man sich leider einfach durch den Haferbrei durchfressen. Und bitte, 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 liebe Schulbuchverlage, macht doch endlich mal eine vorgedruckte Vokabelkarteikarten für die Schüler. Ich bin sicher, die würden gekauft und schreiben üben tun wir doch trotzdem noch alle.